Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Mich hat der Artorias inspiriert, denn der Artorias hat Probleme mit seinem Cyberdrachen-Deck, was ich ihm vorgeschlagen habe. Es gibt ja in Master Duel das Structure-Deck mit den Cyberdrachen. Das kann man ein bisschen ausbauen und dann ein paar schöne Kombos machen. Und er will das Spiel jetzt komplett von vorne anfangen, neuen Account machen, weil damit gewinnt er nie etwas und kann dadurch keine Punkte bekommen und kann sein Deck nicht verbessern und nie Decks aufbauen. So, ich weiß, kompetitiv ist anstrengend, online gegen andere ist sehr anstrengend, das stimmt alles. Ist auch nervig. Wenn man aber eine Weile nicht gespielt hat, rutscht man so weit im Rang runter, dass man eigentlich auch gegen Leute spielt, die gerne mal Anime-Decks und Fun-Decks spielen. Das Cyberdrachen-Deck ist ein Anime-Fun-Deck und kann sich da auch sehen lassen. In den niedrigen Rängen, das macht schon Spaß. So. Des Weiteren kann man natürlich bei Events mit Leidex mitmachen oder so. Geht ja auch. Ich zeige euch jetzt das Cyber-Drachen-Deck. Cyber-Finsternis eigentlich. Mal sehen, ob ich was auf die Reihe bekomme. Es ist natürlich ein Going-Second-Deck, ganz wichtig. Cyber-Drachen gehen immer als zweites rein. Ich habe schon nicht die besten Karten zum Starten, muss ich sagen. So fängt man nicht gut an. Okay, besser. Das wird schon besser. Gehen wir mal durch. Cyberdrache Herz. Geht das auf den Friedhof, dürfen wir uns einen Cyberdrachen auf die Hand nehmen. Cyberdrachenmark. Geht der aufs Feld, dürfen wir eine Zauber- oder Fallenkarte raussuchen, eine Sucherkarte. Cyberfinsternis Knochen bringt uns gar nichts, wenn wir noch keine Cyberfinsterniskarten auf dem Friedhof haben. Galaxiesoldat ist nun unser Kombostarter. Der besondere Effekt ist, wir nehmen ein Lichtmonster, werfen es einfach mal auf den Friedhof ab und dürfen den Galaxiesoldaten in die Verteidigungsposition aufs Feld legen. Nun hat er einen Effekt und er hat einen Effekt. Die aktivieren wir beide nacheinander, egal in welcher Reihenfolge. Jetzt dürfen wir nämlich einen Cyberdrachen auf die Hand nehmen. Und einen weiteren Galaxiesoldaten. So, jetzt ist der Effekt nicht once per turn. Wir holen einen weiteren Galaxiesoldaten, wir werfen den Cyberdrachen dafür auf den Friedhof ab, den wir gerade erst gezogen haben, und haben zwei Stufe 5 Monster auf dem Feld. Sehr schön. Jetzt holen wir den Cyberdrachen Nova und haben schon unser Xyz-Monster auf dem Feld. Jetzt aktivieren wir den Effekt, werfen ein Material ab und dürfen einen Cyberdrachen aus dem Friedhof rufen. Als nächstes rufen wir Cyberdrache Unendlichkeit und haben damit ein Omni-Negate auf dem Feld. So. Wir aktivieren sofort seine Fähigkeit und nehmen uns schon mal das gegnerische Monster. Das wird einfach mit dran gehangen und er wird noch stärker. Jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Wir können bereits eine Überlastfusion machen mit Monstern auf dem Friedhof. Mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Wir sind gerade so gut ausgerüstet. Und eventuell... Ja, weit haben wir es nicht mehr bis zum Ende, ne? Cyberdrache Mark können wir noch. Jetzt können wir uns hier auch eine beliebige Zauberkarte aussuchen. Kybernetische Revolution zum Beispiel. Wenn der Gegner angreift, haben wir dann ein gutes Verteidigungsmonster auf dem Feld. Oder der kybernetische Horizont vielleicht. Dieser Runde eher nicht nützlich. Aber hier. Cyberfinsternisreich. Das geht. Wir haben nämlich noch keine Cyberfinsterniskanone. Deren Effekt aktivieren wir. Und dann bekommen wir noch ein Cyberfinsternismonster auf die Hand. Das dürfen wir auch beschwören. Und es heftet die Kanone an. Ganz wichtig,
unser eigenes Negate immer wieder abblocken. Mit einer Wiedergeburt könnten wir sogar noch irgendwas wiederbeleben, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach voll in Angriff. Jetzt dürfen wir sogar noch eine Karte abwerfen. Ganz wichtig, die Überlastfusion in unserer Hand hat natürlich eine Bedeutung. Wenn wir 5 Finsternismonster auf dem Friedhof haben, können wir unser Bossmonster rufen. Dafür haben wir schon das perfekte Setup. Brauchen wir aber nicht mehr, ihr seht, der hat nur noch 400 Lebenspunkte. Aber noch ist alles offen. Dieses Deck ist mit allen Wassern gewaschen. Er überlegt. Er überlegt, er will einen Effekt triggern, den ich negate. War natürlich noch nicht alles. Oh, und er spielt die Karte nochmal. Hat mich total gebaitet. Au, das ist übel. Oh. Hart. Oh, meine Unendlichkeit. Okay. Holen wir uns noch ein finsternes Monster auf die Hand. So, das hier kann, beschwöre ein finsternes Maschinenfusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck, indem du das auf ihm aufgeführte Fusionsmaterial von deiner Spielfeldseite oder deinem Friedhof. Schauen wir doch mal, was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich brauche alle 5. Schlecht. Dann zählen die ja nicht mehr als in meinem Friedhof. Das sind ja auch Pflichteffekte, das ist schlecht. Okay. Da muss ich jetzt überlegen, mit der Wiedergeburt können wir Unendlichkeit zurückholen und einen der gegnerischen Monster einfach einsacken. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich habe es nicht beachtet, wir haben gewonnen. Den sacke ich mal ein. So. Einer von den dreien hat einen Sondereffekt. Diese Karte erhält. Okay, diese Karte kann direkt angreifen. Ja. 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 Battlephase. Ich möchte meinen Gegner direkt angreifen. Nö, wir werfen nicht ab. Wir haben gewonnen. So. Geht doch. Ich habe selbst nicht mehr dran gedacht, aber es geht. So. Machen wir nochmal. Ein Sieg ist natürlich nicht garantiert und gegen Menschen zu spielen ist natürlich was anderes. Die sind wesentlich intelligenter.
Aber man findet immer wieder Gegner, die Spaßdecks lieben. Oh. Super Move. Okay. Direkt die Überlastfusion. Schlecht, schlecht, schlecht. Was machen wir denn jetzt? Am besten immer schon mal die Kanone rufen. Die ist gut. Und ihn dafür rufen. Cyberfinsternis Horn nehme ich gerne, weil der hat einen Piercing Damage. Durch die Verteidigung hindurch. So, den Cyberdrachen kann ich ja rufen. Bevor ich hier irgendwas falsch mache, geht er schon mal aufs Feld. So. Der ist schon mal gesetzt. Dann die Frage, was ich als nächstes rufe. Einschlag, das. Der kybernetische Horizont bereitet ja schon mal was vor, ne? Der ist ja wichtig fürs Setup. Kybernetischer Horizont kann mir noch einen. Oh yeah. Ja, kybernetischer Horizont. So. Dann werfen wir ein cyberfinsternes Horn ab. Mit dem Horizont. Um dann ein Lichtmonster abzuwerfen. Um dann ein weiteres Monster auf die Hand zu nehmen. Was nehmen wir denn auf die Hand? Habe ich meine Normal Summon noch offen? Man weiß es nicht. Nehmen wir einfach mal den hier. So. Und den Cyber-Enddrachen schon mal auf den Friedhof. Ist ein wichtiges Setup. Jetzt holen wir uns den nächsten Cyberdrachen. Und jetzt aktiviere ich den Galaxiesoldaten. Und habe damit mein zweites Stufe 5 Monster auf dem Feld. Ach ja, ich darf noch einen auf die Hand nehmen. Ja, hat man immer was auf der Hand, das ist gut. Dann holen wir den Cyberdrachen Nova. Mit dem Nova holen wir jetzt den Cyberdrachen vom Friedhof, beziehungsweise wir werfen einen Cyberdrachen ab und dürfen dann einen davon aufs Feld holen. Dann können wir Unendlichkeit beschwören. So, und mit Unendlichkeit schnappen wir uns den Engel. Der ist nämlich gefährlich, der ruft weitere Engel aufs Feld. So, mein Engel. Spannend, spannend. Jetzt können wir noch Cyberfinsternis Zacke rufen. Und ich glaube, das reicht erstmal. Jetzt können wir voll durchziehen. Ach, da hätte ich jetzt eine Karte abwerfen können. Na egal. Okay. Wäre natürlich ein wichtiges Setup gewesen, eine Karte abzuwerfen für die Überlastfusion. Sobald wir 5 Finsternismonster auf dem Friedhof haben oder auf dem Feld auf dem Friedhof, können wir unser Bossmonster rufen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, auch die Kanonen abzuwerfen, um dafür wieder eine auf die Hand zu bekommen. So. Jetzt haben wir im Grunde gewonnen. Das spielt alles keine Rolle mehr. Die ganzen Überlegungen, die ich mache, spielen alle keine Rolle. So. Angriff. Mit wem greife ich an? Das spielt auch keine Rolle. Egal.
Ah, okay. Ja, ich dachte, der aktiviert einen Effekt, aber nein, hat er nicht. Den Effekt schenken wir uns, denn wir haben gewonnen. Zack. Gut. Wunderbar. Schöner Kombo-Leitfaden. Natürlich zeige ich damit keinerlei Handtraps oder sowas. Die kann man eventuell noch hinzufügen. Das zeigt aber, wie die Kombos an und für sich funktionieren, ohne dass man dick kontern muss. Aber das ist so schon kompliziert genug, dieses Cyberdrachendeck. Da muss man wirklich ein bisschen üben. Ich hoffe, das hat irgendwem geholfen und irgendwem Bock gemacht. Denn wir gucken gerade noch rein. In mein Cyberfinsternis-Deck bearbeiten. Dann seht ihr es in Gänze. Hier. Wunderbar. Seht mal hier, Cyberdrache Herz, dreimal natürlich, weil es eine Suchkarte ist. Cyberdrache Nächster, damit könnt ihr einen Cyberdrachen von der Hand abwerfen, um das hier spezial zu beschwören. Wenn das spezial beschworen wird, könnt ihr damit den Cyberdrachen wieder aufs Feld zurückholen. So könnt ihr einen Cyberdrachen einmal um die Ecke spezial beschwören. Dann habt ihr zwei Cyberdrachen auf dem Feld, weil der zählt auch als Cyberdrache, so wie der auch und der auch. Damit kann man Fusionen anstellen. Cyberdrachen Mark, wenn man den beschwört, kann man eine Zauberkarte suchen. Kanone, wenn man die abwirft, kann man ein Finsternismonster rufen. Also hier so ein Maschinenfinsternismonster, glaube ich, war das, oder? Oder Cyberfinsternis, ne? Genau. Ein Cyberfinsternis-Maschinenmonster kann man dann suchen. Hier haben wir ein, das ist ein Drachemonster, deswegen kann man das nicht suchen. Wenn man das abwirft, kann man aber eine Zauber- oder Fallenkarte zu dem entsprechenden Thema rufen, suchen. Cyberfinsternis Horn hat Piercing Damage und kann durch Verteidigungsmonster durchschlagen. Cyberfinsternis Zacke kann seine ATK halbieren und direkt angreifen. Cyberfinsternis Knochen macht Burning Schaden, wenn er ein Monster zerstört hat. Cyberdrache 3 konnte ich euch nicht zeigen. Wenn man ihn aufs Feld ruft, werden alle Cyberdrachenmonster Stufe 5. Und jedes Monster, was Cyberdrache heißt hier, wäre dann auf dem Feld gleichzeitig Stufe 5 und wir können Cyberdrache Nova rufen. Cyberfinsternis Chimäre hat eine besondere Bedeutung. Wenn man nämlich eine Zauber- oder Fallenkarte auf der Hand hat, kann man Chimäre aufs Feld rufen, die Zauber- oder Fallenkarte abwerfen, darf dann das Kraftbündnis auf die Hand nehmen und in dieser Runde dürft ihr nun anschließend das Kraftbündnis benutzen, um Monster vom Spielfeld oder auch vom Friedhof zu fusionieren. Damit könnt ihr dann halt die Friedhofsmonster fusionieren und zum Beispiel das Bossmonster rufen. Cyberdrache kennt jeder. Wenn ihr kein Monster auf dem Feld habt, der Gegner aber schon, deswegen sind wir ein Going Second Deck, könnt ihr das einfach aufs Feld rufen. Der Galaxie-Soldat ist eine wunderbare Kombination zu diesem Deck, gehört eigentlich nicht zum Thema, aber ihr seht, man kann ihn mehrfach pro Runde beschwören und dann immer wieder einen neuen auf die Hand nehmen. Raigeki erklärt sich selbst. Harpien Flederwisch erklärt sich selbst, Wiedergeburt erklärt sich selbst, Kraftbündnis zweimal, weil es eine Fusionskarte ist und auch eine wichtige Kombination. Überlastfusion, sobald ihr 5 Finsternismonster im Friedhof habt, könnt ihr damit das Bossmonster rufen. Ganz wichtig. Damit könnt ihr die 3 Cyberfinsternismonster fusionieren, Horn, Zacke und Knochen und ein kleineres Bossmonster rufen. Cybernotfall, das ist nur, um den Cyberdrachen her zu beschwören. Das ist, um den Cyberdrachen aus dem Friedhof oder von der Hand spezial zu beschwören. Fusionsentsendung holt ihn sogar aus dem Deck raus. Dann könnt ihr aber nur noch Fusionsmonster beschwören und nicht Cyberdrache Nova. Kybernetischer Horizont, habt ihr gesehen, ist eine sehr wichtige Suchkarte, weil man da mehrere Karten abwerfen kann und was auf die Hand nehmen darf. Ist suchbar, deswegen habe ich sie nur einmal drin. Ansonsten wäre sie wirklich häufiger. Also müsste man sie häufiger haben. Zukunftsfusion ist im Eigentlichen ziemlich nutzlos, weil sie erst in der nächsten Standby-Phase ihre erste Wirkung hat und die zweite in der darauffolgenden, was viel zu lange dauert. Aber in der nächsten Standby-Phase könnt ihr schon mal Monster vom Deck auf den Friedhof werfen. Damit dürft ihr 5 Finsternismonster sofort vom Deck in den Friedhof werfen, in eurer nächsten Standby-Phase. Und dann habt ihr 5 Monster auf dem Friedhof. Wenn ihr dazu die Kombo mit Kraftbündnis macht oder wenn ihr die Überlastfusion auf der Hand habt, habt ihr bereits in der nächsten Runde ein dickes Fusionsmonster und das Bossmonster auf dem Feld. Ganz einfach. Cyberfinsternis Reich ist eine Suchkarte und lässt euch in jeder Runde ein Cyberfinsternis-Monster extra beschwören. Unendliche Unbeständigkeit. Ist eine Metakarte, ist wichtig, habe ich nur einmal drin, kann man öfter spielen. Kybernetische Revolution ist da, um den Cyber-Enddrachen aufs Feld und danach in den Friedhof zu bekommen. Ist nämlich wichtig, das gehört zum Setup fürs Bossmonster. Also ihr könnt dann einfach diese Karte verdeckt spielen und könnt
Cyberdrachenmark spielen oder umgekehrt, ihr spielt Cyberdrachenmark, holt euch diese Karte auf die Hand, legt sie aufs Feld, wenn der Gegner angreift, aktiviert ihr das und ihr dürft dann Cyberdrachenmark tributieren, um den Cyber-Enddrachen aufs Feld zu rufen. Am Ende der nächsten Runde wird dann dieses Monster aber in den Friedhof abgelegt, den Cyber-Enddrachen. Und damit könnt ihr hier an ein Finsternismonster, an ein Cyber-Finsternismonster, ein Monster vom Friedhof anhängen und dadurch bekommt es 1000 ATK dazu. Oder ihr könnt ein Anhängsel zerstören und damit eine Karte auf dem Feld zerstören. Ist eine Zerstörungskarte, geht auch sehr langsam eigentlich, aber ist eine schöne Option dazu. Und ich glaube, hier auch könnt ihr dem Bossmonster den Cyber-Enddrachen anhängen, zusätzlich. So, das benutze ich ganz selten. Cyber-Zwillingsdrache ist verdammt wichtig. Ihr braucht nur zwei Cyberdrachen und Kraftbündnis. Dann könnt ihr das hier rufen. Dieses Monster kann zweimal angreifen und mit Kraftbündnis hat es die doppelte ATK, und zwar 5600. Zweimal angegriffen, seid ihr einfach bei 11.000 Punkten Schaden dabei. Damit könnt ihr einfach mal OTK gehen, den Gegner besiegen. Auch wenn es nicht geht, bekommt ihr dann halt nur den Schaden, den das Monster hat. Also, ich glaube 2800. Das ist das kleine Bossmonster, der Cyber-Finsternis-Drache. Den könnt ihr mit den drei Finsternis-Drachen rufen. Bekommt 100 ATK für jedes Monster auf dem Friedhof, glaube ich. Der Cyber-End-Drache, wisst ihr Bescheid, den könnt ihr rufen oder einfach abwerfen für ein Setup. Das ist das größere Bossmonster. Wenn das aufs Feld gerufen wird, könnt ihr damit den Cyber-End-Drachen aus dem Friedhof nehmen und ihn damit ausrüsten. Das ist das Setup. Wenn der aufs Feld kommt, muss der im Friedhof sein, damit der daran gehangen wird. Und dann, wenn ihr die Kombination habt, das und das, dann ruft ihr Cyber-Finsternis-End-Drache. Ansonsten könnt ihr nämlich dieses Monster und dieses Monster auf dem Feld haben. Ist ein bisschen schwieriger, den irgendwie wieder aufs Feld zu bekommen. Also der und der zusammen fusioniert. Oder halt, wenn ihr mit Hilfe von der Karte, könnt ihr das gehen, mit einem Drache oder Maschinenmonster. Also wenn ihr, ich glaube, mit der Karte, ihr dieses Monster mit der Karte vom Friedhof ausrüstet, könnt ihr dann einfach den hier rufen. Denn der hier muss entweder als Fusionsbeschwörung beschworen werden, mit Cyber-Finsternis-Drache und Cyber-End-Drache, oder als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem ihr ein Cyber-Finsternis-Fusionsmonster der Stufe 10 oder niedriger, das mit Cyber-End-Drache ausgerüstet ist, als Tribut anbietet. Also, wenn der hier mit Cyber-End-Drache ausgerüstet ist oder der hier mit Cyber-End-Drache, könnt ihr den hier Spezialbeschwören. Und darum geht das. Den habe ich auch zweimal drin. So, wichtig ist, dieses Monster hier ist immun gegen die Effekte der Karten eures Gegners. Ich meine, so war das doch, oder? Bleibt von den aktivierten Effekten deines Gegners unberührt. Also aktivierte Effekte, nicht permanente Effekte. So. Also die aktivierten Effekte, gegen die ist eher unempfindlich. Und in jeder Runde könnt ihr es mit einem Monster aus einem der beiden Friedhöfe ausrüsten. Und er darf so oft angreifen, wie ihr Ausrüstungsmonster hat. Wenn ihr die hier noch auf dem Feld habt, könnt ihr in jeder Runde eins zusätzlich ausrüsten. Und ihr habt ja ein 5000 ATK-Monster, was dann einfach in jeder Runde zweimal mehr angreifen kann. Cyberdrachen Nova konnte ich euch zeigen, erklärt sich selbst. Habe ich zweimal. Und ein Unendlichkeit, vielleicht bräuchte ich noch einen zweiten Unendlichkeit drin. Wäre besser. Aber jetzt kennt ihr das Deck so ungefähr. Ist sehr viel Spielerei. Ja, hier diese Zukunftsfusion zum Beispiel ist eine große Spielerei. Und hier so einige Sachen. Ich habe, wenn man die hier benutzt, kann man danach keinen Nova rufen, sondern nur noch Fusionsmonster. Hat alles so seine Nachteile. Man kann das zum Beispiel weglassen und dafür davon zwei und das weglassen und davon zwei. Wisst ihr Bescheid, ne? So, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo.